Zwischen Abstandsregeln und Maskenpflicht, zwischen Angst und Einsamkeit, führt da eine Spur durch alle Dunkelheit? Ich weiß es nicht, wie war das nur? Doch zwischen Heu und Stroh, zwischen Hirten und Gelehrten, zwischen Zweifel und Hoffnung, wird uns dennoch der Heiland geboren. Wir sind unterwegs, wir sind nach Haste gekommen, mit dem Weihnachtstruck. Wir sind unterwegs durch die Dörfer, denn auch dort in der Weihnachtsgeschichte waren viele Menschen unterwegs.
Sie waren unterwegs auf dem Weg zum Stall. Ja, und die Hirten, die sich zu uns auf den Weg gemacht haben. Lustige Burschen waren das. Der eine, so eine Schlafmütze. Netter Kerl, aber ein bisschen verpeilt. Die Engel haben sich ja auch auf den Weg gemacht. Und die haben uns dann hierher geschickt. Wie sagte der eine Engel doch gleich? Ah ja, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden, ein Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Man kann es kaum glauben, der Heiland, der Retter der Welt, hier in einem Stall. Wisst ihr, ich glaube, heute war noch jemand unterwegs. Hä, wer denn? Wer denn? Gott! Schon stark, dass der Engel es dir und mir gesagt hat. Jesus, das heißt doch, Gott rettet. Da kann man ja gespannt sein. Ja, endlich, das wurde auch Zeit. Lange hätte ich ihn nicht mehr unter mein Herzen tragen können. Mein Sohn, Gottes Sohn, so werden wir ihn auch nennen, hat auch der Engel gesagt, was aus ihm wohl werden wird. Darf ich reinkommen? Das ist ja unglaublich. Es ist genau so, wie es uns der Engel dort vorne auf dem Hügel bei den Schafen erzählte. So wird es sein. Das hat die Welt noch nicht gesehen. Die Hirten, die waren die Ersten, die von Jesus Christus hörten. Und diese Nacht geht noch heute um die ganze Welt. Sogar bis nach Ohndorf. Gott hat uns nicht vergessen. Weihnachten, das Fest der Liebe, weil es Hoffnung gibt. Hoffnung für jeden, der vor Dunkelheit nichts sieht. Weihnachten, das Fest der Liebe, weil Gott uns liebt. Weihnachten, das Fest der Liebe, weil keiner hier egal ist, sondern wunderbar. Es ist doch so, dass mit diesem Kind der Wind des Lebens kam, denn Leid und Schmerz vergeht, aber dieses Kind besteht. Ein Kind liegt wehrlos und schwach in einer Krippe zum Füttern gemacht, doch hält in seinen Händen die Fundamente unserer Hoffnung. Worum es an Weihnachten geht, sind nicht die Geschenke, sondern das Geschenk des Lebens. Worum es an Weihnachten geht, ist nicht der Stress, sondern die Gewissheit, dass alles gut wird. Worum es an Weihnachten geht, ist nicht das Leid, sondern Hoffnung für alle Ewigkeit. Denn Gott wurde Mensch, ein Kind von Reichtum und Macht, geboren in unserer Nacht. Danke. Wie ist er noch gleich? Ich glaube, Ben. Hä? Was ist los? Wer hat mich gerufen? Warum bist du noch da? Deine Kollegen sind schon wieder unterwegs. Das habe ich gleich verpennt. Dabei bin ich immer hellwach. Ja, ich hätte sonst was ganz Wichtiges verpasst. Darum haben sich ja sogar die Engel auf den Weg gemacht. Die haben uns hergeführt. Wie hatte der Engel noch gleich gesagt? Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkünde euch eine große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Auf den Weg zu Jesus können und dürfen wir uns machen. Und dann entdecken wir auf einmal, wir sind eben nicht allein in dieser Welt. Und diese sichtbare Welt mit allen Freud und Leid, das ist eben nicht alles, was es gibt. Unser Herz belegt, lädt in allen Farben.